Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen zu der Metarena Nummer 83, wie immer mit dabei, der Jens. Hallo Jens. Hi Kurt. Ja, wir kommen zuerst zum Feedback von der Metarena Nummer 82. Und da haben wir erfreulicherweise einige Kommentare. Es sind allerdings fast alle, wir kommen nachher noch zum Erweitern, aber da die ersten 5 vom Markus. Und er findet da allerlei. Einerseits, ich fange jetzt mal unten an, Schweiz hat keine gute Lösung für Energy, bleibt bei Atom- oder Thoriumreaktoren. Bin ich zu wenig Fachmann. Yep. Ist allerdings die vorletzte Sendung gewesen. Letztes Mal haben wir Trump gehabt, da hat auch einiges dazu zu sagen. Erstaunlich, dass niemand Obama, Hillary Clinton für den Arab Spring und die Millionen Flüchtlinge verantwortlich macht. Obama hatte über 500 Drohneangreife und hunderte von Zivilen getötet. Love Trump or hate Trump, but be fair. E.T. Ich bin nicht ganz sicher, was gemeint ist. Lassen wir das mal so stehen. Gut, dann haben wir... Wo bleibt UN-Blauhelme und NATO? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man das völkerrechtskonform gemacht hätte, hätte man das mit einem UNO-Mandat gemacht. So hat man es einseitig als USA gemacht, nicht einmal als Vereinte NATO. Yep. Das ist problematisch. Aber eben Völkerrecht allgemein problematisch in diesem Konflikt, weil sich beide Seiten nicht so dafür interessieren. Das haben wir aber herausgearbeitet. Dann nehme ich jetzt den Ersten. Der Soleimani. Die Soleimani-Familie hatte die Bank, wo sie Öl nach China exportiert haben und viele Real Estate in Hongkong besitzen und die Kinder in der Schweiz in die Privatschulen schicken. Gut, da gibt es diverse Diktatorenkinder, die schon in der Schweizer Privatschule gsi sind und das Geld haben wir eigentlich auch immer gern verwaltet. Ja, da haben wir aus Nordkorea genommen, da haben wir von Libyen genommen. Mutmaßlich, natürlich. Weiss aber nicht, was es zur Sache tut. Dann da, hohe Benzinpreise im Iran, weil die Idioten nicht fähig sind, Raffinerien zu bauen mit all dem Öl. Metarena sollte mehr offen und beide Seiten kritisch sein. Ich weiß nicht genau, auf welche Seite wir noch kritisch sein sollen. Weil eigentlich ist so der Konsens, den ich mitgenommen habe, haltet euch als Völkerrecht. Und zwar beide Seiten kann man da kritisieren. Mm. Und alles andere, ich habe da Aluhut nicht mehr mit dabei, aber wissen wir halt nicht. Ich weiß nicht, wer mehr weiß. Wir haben nicht Einblick in Inner Circle. Ja. Aber vielen Dank fürs Feedback, darf sehr gern mehr kommen. Dann haben wir den Gokenji. Schöne Meta wie immer, meine Meinung zum Thema. Trump hat der Welt eindrücklich gezeigt, dass die USA tun und lassen können, wie es ihnen beliebt. Ja. Leider. Egal, wer gerade den Präsi-Thron wärmt, wie würde wohl die Weltgemeinschaft und Politik reagieren, wäre der saudische Verteidigungsminister bei einem Staatsbesuch in der Türkei von den Russen weggedroht worden. Kleines Gedankenspiel, sei es drum, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich nehme jetzt mal an, der letzte Satz ist auf Metarena bezogen und nicht der nächste Drohnenstrike von den USA. Wild spekuliert, aber ist ein schöner Vergleich. Mhm. Ja, mein Gedanke dazu wäre allerhöchstens, dass wir wahrscheinlich genau gleich schnell irgendwie so wieder aus der Erinnerung verschwinden wie der letzte. Man könnte es noch ein bisschen mehr ad absurdum führen, dass man sagt, der amerikanische Verteidigungsminister wird weggedroht vom Iran bei einem Besuch in Kanada. Und dann weisst du mit Deskalationsstufe. Ja. Also ja, muss man sich genau diese Frage stellen und da wäre das Völkerrecht eigentlich der richtige Vermittler, respektive die UNO. Marginalisiert meine UNO nicht weg, bitte. Es wäre sehr wichtig. Wir haben heute kein Regio-TV. Ich bin zu gar nicht gekommen. Es ist schon Donnerstag und wir sind erst beim Aufnehmen. Das heisst, ich habe alles andere, was ich zusammen kann, können tragen, da reingepappt.
Grossschreibung bei Volksinitiativen. Du erinnerst dich. Das war doch mal etwas gewesen, ja. Ich hätte gerne in der Verfassung gestanden, der Bau von Minaretten ist verboten. Alles gross, weil ich hässig bin. Mit Ausrufezeichen. Ich habe mich bei der Bundeskanzlei erkundigt. Und die Bundeskanzlei hat mir sehr schön geantwortet. Ich habe das Wichtigste aus dem Text einmal zusammengefasst. Sehr geehrter Herr Kurz, besten Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an der direkten Demokratie. Beim Erlass von Rechtstexten des Bundes kommen die gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes, GTR, zur Anwendung. Die GTR sind nicht das einzige Regelwerk, das bei der Ausarbeitung von Erlassen des Bundes zu berücksichtigen ist. Insbesondere hinsichtlich sprachlicher Aspekte finden die Schreibweisungen Anwendung. Diese beiden Regelwerke gibt es selbstverständlich auch für Französisch und Italienisch. Für alle drei Amtssprachen gelten die jeweiligen Rechtschreibregeln, wobei die Bundeskanzlei für Deutsch eigens einen Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung herausgegeben hat. Eine Volksinitiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs soll sich formal einfügen in den geltenden Wortlaut der Verfassung und darum den Regeln gehorchen, die beim bisherigen Verfassungstext beachtet wurden. GTR, Schreibweisungen und Rechtschreibung. Im Rahmen des Vorprüfungsprozesses stellt die Bundeskanzlei die Übereinstimmung der Übersetzungen sicher und macht dem Initiativkomitee in diesem Zusammenhang auch gesetzestechnische Hinweise. Bei weiterführenden Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und jetzt ist sehr viel beschrieben worden, wie das bei Bundestext, Gesetz und so weiter läuft, aber die Frage, ob ich das in die Verfassung reinpappen darf, ist so noch nicht ganz klar. Das ist von Soll, es ist von Hinweisen und der nette Jurist von der Bundeskanzlei, der mir da geantwortet hat, über die Festtage, muss man im Fall noch sagen, also, wow. Hat ja explizit geschrieben, wenn ich noch weitere Fragen habe. Ich habe dann das noch etwas expliziter formuliert und wollte wissen, zum Wohl, wie ist jetzt das mit dieser alles gross schreiben? Sehr geehrter Herr Kurz, bla bla bla. Die Großschreibung aller Buchstaben eines oder mehrerer Worte wäre rechtschreiblich inkorrekt und würde juristisch bei der Auslegung des Verfassungstextes durch die rechtsanwendenden und rechtssprechenden Behörden keinen Vorteil bringen. Zudem wären die politischen Nachteile absehbar in der politischen Auseinandersetzung im Vorfeld einer Volksabstimmung. Dementsprechend würden wir diese Punkte im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens mit dem Initiativkomitee thematisieren. Und wohl auch aus diesen Gründen ist meines Wissens noch nie ein Initiativkomitee mit einem derartigen Initiativprojekt an die Bundeskanzlei herangetreten. Sollte so ein Fall eintreten, würde die Bundeskanzlei voraussichtlich eine eingehendere rechtliche Beurteilung vornehmen. Sehr schön ausformuliert. Und salopp übersetzt, das hat einfach noch nie einer probiert. Den Seich haben wir gar noch nicht gehabt. Also, es soll jetzt ja nicht direkt ein Aufruf sein, aber wenn jemand eine lustige Initiative lancieren will, schreibt doch mal alles gross. Ihr müsst es ja dann nicht wirklich so machen. Es nimmt mich einfach Wunder, wie die im Vorprüfungsverfahren. Meinen Sie das wirklich ernst? Also ich wäre Fan. Vielleicht sehen wir es. Irgendwann. Übrigens ein sehr, sehr kompetenter Jurist. Ich habe mir dann natürlich den Namen mal bei gängigen Suchmaschinen erschlossen. An der Uni Luzern, Summa Cum Laude Abschluss. Und sehr spannende Arbeit im Zusammenhang mit dem Nachrichtendienstgesetz, das er verfasst hat. Also an sich sehr, sehr kompetenter Mann und wie der Bundeskanzlei muss er meinen Scheiß beantworten. Das hat mir ein bisschen leid da. Also wirklich vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Ja, Arena. Ja. Bitte, dann schaue ich halt meine eigene Arena. Mit Blackjack und Nutten. Mit Kurz und Jens.
Und ich habe das mal eine verkürzte Version vom Intro-Intro drin lassen. Also das, was vor dem eigentlichen Intro jeweils läuft. Und zwar ist es darum gegangen, jetzt reden die Jungen. Man könnte das hier auch lesen, das war das Thema von der Sendung. Jetzt reden die Jungen. Man hat die einmalige Möglichkeit, dass die Jungen in der Arena reden. Mhm. Noch vor dem Intro, die Sendung fängt an. Wer redet? Bis zum Intro. Und wie lang? Jetzt reden die Jungen über das, was sie bewegt, mit der Bundespräsidentin. Simonetta Sommaruga, in welchem Alter hat sie die Politik so richtig gepackt? Ja, ich erinnere mich. Was die drei Jugendlichen der Bundespräsidentin zu sagen haben und was sie über das Klima, über die AHV und über die Gleichstellung denken, das ist die Arena zu der Jugendmedienwoche. Grossartig. Nicht ein Wort hat man gehört von den Jungen. Und das war kein Zufall gewesen, Freunde. Ihr habt das besprochen, Redaktionssitzung, wie auch immer. Ihr habt die Jungen mit dabei gehabt, die ganze Woche. Die müssen das besprochen haben. Das kann nicht Zufall sein. Dann so, ich glaube, wenn unser Zielpublikum, ich meine, als unter 60-Jährige bist du jung, wenn du beim SRF zuhörst. Leider. Rein statistisch. Ja. Jetzt können wir nicht einfach zuerst drei Gaufen reinstellen. Das stellen sie gerade ab. Das würde ich sagen, ja. Was ist da los? Das müssen wir einordnen, journalistisch. Ja, mich hat es amüsiert. Ja. Kann man machen. Ja. Also ich verstehe es, vom Zielpublikum aus denkt, von der Sendung her, hätten die drei Jungen sollen anfangen und jetzt sollen die hinhocken. Ja, aber die haben doch noch die ganze Sendung, wo sie ihren Zeug erzählen sollen. Ja. Intro und Gäste? Ja. Heute in der Arena. Lorin Frauchiger, 13, aus Oberbüren. Jonas Lütti, 16, aus Basel. Und Aneschka Berchtold, 16, aus Wabern. Sie diskutieren über das Klima, die AHV und die Gleichstellung mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Mike Ecker, Nationalrat SVP, Balthasar Glattli, Fraktionschef Grüne und Christian Wasserfallen, Nationalrat FDP. Die Arena, moderiert von Sandro Protz. Vielen Dank. Ja, das verändert unser Parteicounter mit dem Herrn Ecker von der SVP plus 1, macht 85. Sollte nicht während dem Rauchen das vorlesen. Ja, Frau Sommaruga von der SP macht 80. Dann haben wir den Herrn Wasserfallen von der FDP plus 1, macht 76. Und der Herr Glättli von der Grünen plus 1, macht 43. Jetzt das ganze, wie was aufgebaut ist, bla bla, habe ich weggelassen. Aber der Opener, die erste Frage an eben die Jungen, das hören wir jetzt, der Opener vom Sandro Wotz. Aneska Berchtold, aus Wabern, 16, gehen ins Gymi und sagen, es ist nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Wir müssen unbedingt etwas machen wegen dem Klima. Sie machen auch bei dem Klimastreik mit. Aber jetzt mal ganz ehrlich gefragt, macht sie darum mit, weil sie einfach nicht in die Schule gehen wollen am Freitag? Nein, ganz im Gegenteil. Also, man hat auch schon gesehen, es hat auch schon Klimademonstrationen am Samstag gegeben und dann sind genauso viele Leute aufgetaucht oder erschienen wie am Freitag. Also, es hat nichts damit zu tun, ob am Freitag oder am Samstag. Es hat trennt damit zu tun, dass, wenn wir am Samstag würden demonstrieren, würde es niemand interessieren am Freitag. Ja, man sieht ja, was jetzt ausgelöst hat, die ganze Bewegung. Ja, vielleicht noch schnell vorweg. Inhaltlich zu den drei Themenpunkten haben wir wie nichts Neues. Da gibt es jede Arenen mit Arenas, mit Arenata dazu. Darum habe ich auch nicht so wahnsinnig viel
mitgebracht. Das habe ich jetzt drin, da der Opener, weil dem einen oder anderen findigen Zuschauer, die es nur hören, haben das sicher nicht gesehen. Wir haben hier eine sehr spezielle Flagge montiert. Und zwar die Antifa-Flagge. Jetzt habe ich schon im Vorfeld von der Aufzeichnung ein Feedback gekriegt via WhatsApp. Und zwar wegen diesem Bildausschnitt. Dir ist es aufgefallen? Mhm. Wir sehen im Publikum eine junge Frau mit einem Antifa-Pulli. Und das hat zum Feedback geführt via WhatsApp. Das Bild, das anscheinend nach der Sendung noch entstanden ist, oder vor der Sendung, keine Ahnung, halt im Rahmen von dieser Arena, mit dem Text «Hallo, unsere Bundespräsidentin legitimiert in der Arena, der wichtigsten politischen Bühne der Schweiz, den gewalttätigen und demokratiefeindlichen Terror der Antifa. Sie muss sich entschuldigen.» Wow. Ist ein bisschen derb, finde ich. Da hat sich allerdings sehr, sehr, sehr können echauffieren ab dem. Also, hallo. Und jetzt... Packt's. Das hätte ich gerne ausdiskutiert. Jetzt stellen wir uns mal die Frage, wenn jemand mit einschlägig rechter Symbolik dort hineingehockt wäre, wie hätte es dann ausgesehen? Die Reaktionen wären dann vergleichsweise einfach aus einem anderen Spektrum. Aber wahrscheinlich wäre es auch von den Medien wieder weiter rausgetragen worden, weil das generiert Klicks. Genau, das ist ja wieder Hufeisen-Theorie. Die Ränder berühren sich. Allerdings, der Blick hat es aufgegriffen. Zum Glück schaut das Zeug nicht an. Ja, ich habe es dann auch nur auf Twitter gesehen. Bitte. Ich muss mich da gerade rechtfertigen. Blick, nein, aber ich doch nicht. Der Blick hat es aufgegriffen, aber sonst ist es eigentlich nicht gross beachtet worden. Und jetzt ist die Frage, ist jetzt das wirklich ein Problem? Nein. Ist Antifa eine Organisation als solches? Ich würde sagen, nein. Ich finde, schwarze Block, linksextreme Scheiße, Meinungen unterdrücken, geht man auch auf den Sack. Richtig. Ja. Würde ich jetzt ihr aber nicht unterstellen, dass sie den schwarzen Block gar mitzäckeln. Nein. Darum, jetzt habe ich noch Antifa da hinten verlagen. Hängen bin ich jetzt auch so ein linksgrün versiefter schwarzer Block-Penner, der Pyros auf Polizisten schmeißt. Nein. Ich will auf Wieso zu sprechen kommen, deutsche Punkband. Sie haben das wunderschöne Lied Antifa und sie haben dort eine Definition drin. Was ist denn eigentlich Antifa? Und wenn man nach dieser Definition geht, finde ich es eben eigentlich recht hübsch. Ja, den Nazis gilt der Widerstand. Unsere Vielfalt ist unser Trumpf. Denn hier zählt jedes Individuum. Wir sind alle Antifa. Und wenn du auch gegen Nazis bist, dann gehörst du mit dazu. Wenn du gegen Nazis bist, dann gehörst du mit dazu. Nach dieser Definition bin ich sowas von Antifa, das ist nicht normal. Tja. Und hat also gar nichts mit Kapitalismuskritik zu. Ich bin nur gegen Nazis. Ich muss erwähnen, wo ich die Flagge her habe. Bei Amazon bestellt. Kapitalismus gegen Nazis. Schön. Bin ich Fan. Aber ja, auch da, vielen Dank fürs Feedback. Also sehr gerne mehr davon. Finde ich immer spannend. Und versprochen, bei der nächsten Sendung ist die Flagge wieder weg. Es fehlt nur, dass irgendeiner findet, ja, wenn jetzt von denen eine Fahne aufgehängt, dann müssen wir von der anderen auch eine Fahne aufhängen, dass es ausgeglichen ist. Ich bringe sonst gerne mal ein Foto mit von unserer Küche, wo die normal hängen. Stimmt. Sie hängen neben der Make America Great Again Flagge von Trump und sie wird verbunden in der Mitte durch eine DDR-Flagge. Und zu allem Elend. Denn aus wenigstem Kreis, jetzt von Stalin gespeist, die Partei, die Partei, die Partei. Das macht einem schon sauer. Verstehe ich. Wenn wir gleich nochmal schauen, ich habe noch ein Part drin lassen bei dieser ganzen Sendung. Und zwar, wie sind denn jetzt das die Jungen,
Jetzt sehe ich da gerade die Anführungszeichen, die ich gemacht habe für die Jungen. Da muss ich nochmal schnell ausholen. Ich habe mir die Dokumente vom Bund natürlich durchgelesen. Und in der Rechtschreibregelung, in diesem PDF, haben sie tatsächlich die ASCII-Codes notiert für die Beamten. Mhm. Damit man nicht die Arschloch-Anführungszeichen Gänsefüßli macht, sondern die richtigen, haben sie den ASCII-Code reingeschrieben und der ist... Also der ASCII-Code, dass du kannst mit der Tastatur direkt... Ja, dass du einen Shortcut hast, ja. Und der ist Alt 174 und Alt 175. Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Merken diese ist viel wert. Kann man zu guter Glück auch googlen, zuverlässig. Amateure. Also, wie sehen das jetzt die Jungen mit dem Fliegen? Lorin Frauchiger. Aus Oberbüren St. Gallen, 13 und in der zweiten Sek. Sie werden dann erst... 13? Ja. Das macht die Angang irgendwo 2007? Okay. Ich kann kaum an einem Klimastreik antreffen, weil sie dort nicht mitmachen. Kommt das bei anderen Jugendlichen, zum Beispiel bei Ihnen in der Klasse, dann gut an, wenn Sie das ein bisschen anders sehen? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, es gibt sicher beide Meinungen. Ich muss für mich selber einfach sagen, eben, ich tue Skifahren und ich kann es mit meinen persönlichen Hobbys und Aktivitäten einfach überhaupt nicht verbinden. Ich muss für mich selber sagen, Klimastreik, ich finde es eine Hammer-Sache, dass man für nebis, so etwas einsteht. Für mich selber ist es einfach halt eben, es greift meinen eigenen Komfort ein bisschen an und ich bin nicht ganz so bereit, um meinen Komfort jetzt schon aufzugeben. Das heißt, jetzt schon? Ist die Aussage. Also sie könnte damit leben, wenn sie ihre Hobbys ausgelebt hat, als alte Frau oder so wie wir alte Männer, 30 plus, ist eh vorbei, hat keinen Sinn mehr. Dann kann man darüber reden, aber jetzt noch nicht. Wie sieht denn das mit dem Fliegen aus? Sie würden auch nicht wählen, aufs Fliegen verzichten, wenn Sie von Komfort reden. Was meinen Sie damit? Also Inlandflüge sehe ich absolut, aber ich muss für mich selber sagen, ich würde noch so gerne um die Welt chatten, die Welt anschauen. Jetzt, wo ich noch jung bin, die Welt zu sehen, verschiedene Kulturen auch, um wieder neue Meinungen zu bilden. Und ja, auf das Privileg würde ich noch nicht verzichten. Kann ich nachvollziehen? Absolut. Allerdings, wenn ich jetzt schnell den Gegenpart einnehme, auf den Komfort nicht verzichten, noch nicht verzichten, aufs Fliegen noch nicht verzichten, Jahrgang 2007, rein statistisch erlebt sie das Jahr 2100. Mhm. Das nächste verdammte Jahrhundert. Bis dorthin könnte es einfach ziemlich vorbei sein mit Komfort. Das ist absolut so, aber das ist natürlich einer von diesen Gedanken, wo man sich nicht unbedingt gern so ins Gewissen ruft. Hey ja, aber wenn man jetzt noch ein bisschen verzichten würde. Ui, ich sage schon verzichten, ja, abgeschrieben. Linke. Ah nein, nicht der Bus. Excuse, ja, verzichten. Aber... Wenn wir Interstellar-Verhältnisse haben, dann geht es nicht darum, können wir noch fliegen oder nicht. Dann haben wir einfach nichts mehr zu fressen. Richtig. Es ist sich in der jetzigen Situation einfach unglaublich schwierig zu vorstellen, wie das kommt. Weil da sind noch ganz, ganz viele andere Zwischenstufen, bis es so weit ist. Siehst du auch, dass unser Rot flackert. Mach nochmal. Je nach Licht. Ja, ja. Für die, die es nur hören, sind wir jetzt völlig am Arsch, aber tja. Ja, excuse, jetzt für den Flak. Ah, Tatsache. Jetzt haben wir es auch gesehen. Faszinierend. Absolut. Also, wie findet jetzt das der Glättli von den Grünen, dass sie findet, ja, aber Fliegen ist doch eigentlich eine tolle Sache. Wenn Sie ein bisschen überschauen, der Balthasar Glättli, der schaut Sie ganz kritisch an. Der Fraktionschef von den Grünen ist bei uns. Guten Abend. Sie haben auf dieser grünen Welle können reiten während dem Wahljahr und jetzt sitzt neben Ihnen eine junge Frau, die sagt, nein, ich möchte eigentlich nicht auf den Komfort verzichten. Ich finde das grüne Anliegen zwar gut, aber wenn es darum geht, die Welt zu entdecken, das muss ich auch im Flugzeug machen. Ja, also ich finde es zuerst einmal spannend, dass sie sagt, sie will andere Meinungen hören. Das finde ich auch spannend. Und
andere Leute kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen. Ich mag mich einfach erinnern, als ich jung war. Ich bin halt wirklich schon ein älterer Knabe. Da hat man das gemacht, zum Beispiel mit Interrail-Tickets. Also man war quasi ein paar Wochen unterwegs gewesen. Das war ein Ticket, das es meines Wissens jetzt auch noch gibt. Wo einfach jetzt wieder gibt. Eine Zeit lang war Interrail meines Wissens noch nicht existent. Ja. Und ich will gerade, wenn wir bei Interrail sind, anfügen, wenn ihr die verfickten Raucherabteile nicht abgeschafft hättet, wäre ich sofort am Start. Könnt mir eine Kiste Bier mitnehmen, 9 Stunden, weiss auch nicht wohin, 18 Stunden, wären wir noch so gleich. Aber überall Rauchverbot. Mittlerweile sogar bei einem Zwischenhalt. Wenn du eins rauchen willst, musst du außerhalb vom Bahnhof in der Schweiz. Oder du hast irgendwo ein geiles Teil im Deutschen. Ja. Nein, scheiße, dann fliege ich halt anderthalb Stunden nach Hamburg und rauche wieder eins. Ich will nicht auf meinen Komfort verzichten. Raucherabteil für Klimaschutz. Ich habe auch mal einen Text geschrieben. Ja. Raucherabteil für den Klimaschutz. Gut, ist jetzt wahrscheinlich eher eine Randerscheinung, dass Leute Transportmittel anhand von Raucherfreundlichkeit wählen. Aber die, die gibt es, gell? Oh ja. Die gibt es, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja. Weniger gebraucht wird, aber wo, da hat man auch können, bis hin, also über Europa aus eigentlich spannende Erfahrungen machen mit anderen Kulturen, anderen Menschen. Dass das zu einer Jugendzeit gehört, finde ich schön und auch zu einer jungen Erwachsenenzeit, aber es braucht für das nicht unbedingt einen Flug um die Welt. Tja. Ja, die Frage ist, wer entscheidet. Und jetzt kommt. Im gleichen Themenkomplex ist da noch ein angehender Elektroinstallateur, haben sie noch gefragt, der war auch eher skeptisch. Und jetzt kommt so ein Rugsches, Politikerinnen-Sprech hoch 1000. Das ist so schön. Sie bricht es ab. Machtet uns drauf. Sie bricht es ab. Auf eine aktuelle Thematik, die im Parlament läuft, die Flugticketabgabe. Mm-mm. Sie formuliert es so aus, dass ein Optimismus mit drin ist und dass die beiden, die geredet haben, positiv abgeholt werden. Dass das noch eine gute Sache sei. Also wie man das rhetorisch so kann verwursten, dass das noch irgendwie Sinn macht. Ich bin wirklich begeistert gewesen. Aber trotzdem, da hat es auch junge Leute, die sagen, hey ja, ich glaube, man übertreibt es ein bisschen mit dem, was jetzt da passiert, an Massnahmen auch. Macht das die Schweiz? Ja, ich habe es jetzt gerade spannend gefunden, wenn ich euch zugehört habe. Wir haben über die Flugticketabgabe geredet, zwischen 30 und 120 Franken. Und nachher ist das Gespräch, darf man noch fliegen? Das ist eben genau nicht das Thema. Und darum habe ich vorher gesagt, auch von Seite des Bundesrates, es geht jetzt nicht darum, ob man jemandem etwas verbietet oder dürfen nicht mehr fliegen. Aber die Flugticketabgabe macht Sinn, weil man eben einen Teil von dem Geld nachher zurückerstattet. Das kommen die Leute wieder rüber. Das habt ihr alle nachher in eurem Portemonnaie und auf der anderen Seite auch investiert. Und ich denke gerade zum Beispiel bei der Heizung, das ist ein gutes Beispiel. Ihr seid oder werdet Elektroinstallateur. Oder? Wenn wir natürlich in den Heizsystemen jetzt System haben, wo wir nicht mehr einfach Öl rein tun und Gas, sondern das clever machen, ja, ihr kennt sicher gut, was man alles sonst noch machen kann, mit erneuerbaren Energien heizen. Dann bringt das im Gewerbe etwas. Es bringt denen etwas, die in diesen Wohnungen wohnen, weil sie weniger Heizkosten haben. Und es bringt dem Klima etwas. Und ich finde, wir sollten die positive Seite viel mehr anschauen, als sagen, dass wir irgendjemandem etwas verbieten. Ich verstehe euch, Lorian Frauchiger, dass ihr die Welt entdecken wollt. Ich habe das auch gemacht, ich mache es heute noch gerne. Und das wollte euch auch niemand verbieten, dass ihr auch ins Flugzeug steigen und die Welt entdecken. Aber ich denke, wir müssen das Richtige finden, die richtigen Instrumente, dass wir am Schluss sagen können, unser Land kann auch profitieren. Und ich glaube, da haben wir ein Potenzial, das wir noch nicht ausgeschöpft haben. Da ist jetzt also sehr viel drin gewesen. Ob es dann wirklich Sinn macht und so weiter, werden wir bei sämtlichen Referendumsabstimmungen noch intensiv besprechen. Aber rein rhetorisch, wie sie alles reingebracht hat. Tipptopp, alles abgeholt. Ja. Ja. Aber man hat gleich festhalten. Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Mhm. Richtig. Ich hätte jetzt ja auch gerne eigentlich da den... Wololo. Aber wir haben leider keinen Wololo, weil das hinterletzte Bitte... Was? Und ich
Ja, tun ja normalerweise am Ende der Arena zeige ich mein persönliches Bild von der Woche, lasse dann die Leute darüber diskutieren. Nein, mein persönliches Bild, das ich mitnehme von heute Abend, ist das, was eigentlich erst jetzt entsteht. Und für das möchte ich bitte nochmal den Jonas Lüthi und den Eschka Berchtold zu mir führen bitten. Also kommen jetzt alle nochmal und dann fragt ob Frau Sommaruga etwas, sie tut das beantworten. Und dann achten wir uns darauf, wie er übernimmt. Er unterbricht sie nicht wirklich, sie ist schon fertig, aber er übernimmt einfach, ja, ich finde, es passt, irgendetwas passt nicht, ich weiß nicht wieso. Zusammen mit der Lorin Frauchiger haben sie wirklich den Politikerinnen und Politikern in diesem Raum nicht einfach gemacht, haben Fragen gestellt, haben auch Ideen in den Raum hineingebracht. Frau Bundespräsidentin, Sie haben 70 Minuten, vielleicht sind es ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen überzogen, das ist aber im Sinn der Sache, würde ich sagen, haben etwas, ja, daraus rausgenommen. Was haben Sie daraus rausgenommen? Was nehmen Sie mit von heute Abend? Und nehmen Sie vielleicht auch in den Bundesrat hinein? Erstens, heute Abend, die Fragen, die die jungen Menschen aufs Tapet gebracht haben, sind die wesentlichen Fragen. Klima, Altersvorsorge, Gleichberechtigung, das ist die Zukunft. Wir haben die Verantwortung, für die jungen Menschen eine Zukunft, ja, jetzt zu planen und zu gestalten, die euch die Möglichkeit gibt, nachher als Erwachsene, als, ja, mit eurem Leben nachher die, das Leben auch zu führen, wie wir es jetzt auch können. Das nehme ich mit von heute Abend. Ich nehme heute Abend auch mit, es gibt unter den jungen Menschen auch die unterschiedlichsten Vorstellungen. Also, ihr seid auch nicht in allem einig. Wir im Bundesrat übrigens auch nicht immer. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt, die jetzt in der Politik sind, sich wirklich überlegen, was haben wir jetzt für eine Verantwortung für euch. Und wenn man eben 20 Jahre lang keine AHV-Reform mehr hingebracht hat in der Bevölkerung, müssen wir uns zusammenraufen jetzt. Und da kann niemand Maximalforderungen aufstellen. Wir müssen in der Gleichberechtigung wirklich noch das hinbringen, dass Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten haben. Und beim Klima, denke ich, müssen wir es schaffen, dass die Chancen, die uns der Klimaschutz gibt, die Investitionen in unserem Land, in die Arbeitsplätze und für euch, für die jungen Menschen, ein Klima hinterlassen, wo ihr wieder auch gut drin könnt leben könnt, in der Schweiz, aber auch weltweit. Ich finde, da haben wir eigentlich eine unglaubliche, schöne Aufgabe. Und merci vielmals, ihr habt uns Gedanken mitgegeben, Überlegungen mitgegeben und vor allem auch viel Energie, die hier vorhanden ist in diesem Raum. Ich merke es und merci vielmals. Merke es auch und ab. Schön reingrätscht. Es ist ein bisschen abrupt, aber es hat irgendwie nicht gepasst. Ich weiß nicht was. Ich merke es auch. Irgendwie Gestik, Tonlage und Aussage inhaltlich. Es hat irgendwie für mich hat es nicht gepasst. Vielleicht nicht gemerkt, jetzt hat sie aber verdammt viel gesagt. Ich fand, jetzt muss ich gerade so. Ah, gut, ja, er wird wahrscheinlich Regie auf dem Ohr haben. Du musst raus. Merci auch. Zum Beispiel. Plausibel. Ja, und was nehmen die Jungen mit? Apropos Klima, ja, habt ihr euch wohlgefühlt in dem Klima? Was nehmen ihr mit aus dieser Sendung, den persönlichen Moment? Jonas Lüthi, was bleibt Ihnen, wenn Sie versuchen zurückzuschauen? Es ist ganz schwierig, jetzt, während die Sendung noch läuft, aber was ist das, was Sie sagen? Ja, das vergesse ich wahrscheinlich nicht. Ich habe es ganz toll gefunden, mit Ihnen allen hier zu diskutieren. Ich nehme sehr viel mit und ich hoffe, das können Sie auch. Man hat es gesehen, wir haben alle nicht die gleiche Meinung und darum wäre es auch in Zukunft wichtig, dass wir Jungen uns auch können äußern, auch politisch äußern. Und darum einfach noch den Wunsch, den ich hier ganz persönlich noch möchte platzieren möchte, unterstützen Sie doch das Stimmrechtsalter 16. Agnieszka Berchtold, was nehmen Sie mit? Was ist der Moment, wo Sie sagen, ja, das habe ich mir nicht so vorgestellt oder das ist noch besser gewesen, als ich gedacht habe? Also ich möchte zuerst mal schnell hier dir anschliessen. Ich finde auch, man sollte das Stimmrechtsalter ab 16 unterstützen, weil man sieht, wir Jungen interessieren uns für unsere Zukunft und was in der Politik läuft. Gerade die Lorin ist erst 16, 13, sorry, ich bin 16. Und man sieht also auch schon jüngere Kinder oder Jugendliche, die sich mit dem befassen. Und darum möchte ich mich eigentlich einfach allem anschliessen. Ich habe einen kleinen Verdacht, dass wir euch möglicherweise ein bisschen abgesprochen haben. Und wenn ich jetzt Lorin Frauchiger frage, was zurückbleibt, dass sie vielleicht sogar auch mit dem kommt oder ist dann etwas anderes, was zurückbleibt? Also ich muss eben auch sagen, wir haben eine wunderschöne Woche miteinander verbracht und das Thema haben wir eben auch diskutiert und ich kann mich auch nur anschliessen. Aber wenn ich echt muss sagen, es war eine einmalige Chance gewesen, die werden wir wahrscheinlich nie mehr so überkommen. Dafür danke ich vielmals und
es war eine einmalige Gelegenheit, eben auch den Standpunkt von uns Jungen zu vertreten, wo wir eben hoffentlich in Zukunft auch weiter politisch sehen dürfen. Was für ein schöner Schluss. Vielen Dank, dass Sie, ihr, meine Gäste waren, auch dass Sie da waren, Frau Bundespräsidentin. Produziert hat die Sendung Sofia Miroschnik. Die Leitung hat Franziska Egli und ein besonderes Merci den Kolleginnen und Kollegen in der Technik. Ja, was nimmst du mit? Also jetzt, da hat man nicht so viel gesehen, aber was du gesehen hast. Was ich aus dem Ganzen mitnehme, ist wirklich ein Meta-Ding. Nämlich eigentlich die Reaktionen auf Social Media und allgemein eben auf das, was die Jungen gesagt haben und halt eben was für Punkte aufgegriffen worden sind, so auf Reaktionen, die sie gesagt haben, was mit dem weniger Flüge und überhaupt. Und da sind die Meinungen wieder ja, halt sehr, sehr fruchtig gewesen, wie immer so, da sehen wir es wieder, auf nichts wollen sie verzichten, aber bla bla bla. Hey, ja, aber was? Oder die Schönsten sind in die Richtung gegangen, da sieht man wieder drei Teenager schon völlig indoktriniert vom System, dass der Spiegel überhaupt nicht das Richtige sein weiter von, ja, ich habe gesehen, dass er gleich noch da liegt. Systemhure! Ja. Was mir auffallen ist, dass Meinungen bei den Jungen genauso auseinandergehen wie bei den Alten auch. Zum Glück. Und es gibt da gewisse Abstimmungen, wo man gesagt hat, ja, wenn man das Stimmrechtsalter 16 könnte, mehr Junge an die Urne gebracht hätte, hätte man es anders können entscheiden. Geldspielgesetz. Nachbefragungen haben da gerne Nein. Genau gleich dumm abgestimmt wie die Alten. Ja. Leider. Da müssen wir in die Bildung investieren. Das wäre gut für IT-Abstimmungen. Wo wir dann auch noch die ein oder andere werden haben. Ja, jede Abstimmung gut, wenn wir in Bildung investieren. durchaus, ja. Aber bei der IT fehlt es ja eben schon grundsätzlich, wenn so Souveränitätsfragen kommen, rechtliche Fragen, wo man so ein bisschen weiss, ja, ich glaube, Todesstrafe ist nicht so der Hit. Da ist gewisse Bildung rum und IT-mäßig fehlt halt sehr, sehr viel. Ja. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass wir Themen halt schon einzeln besprochen haben in den anderen Sendungen. Wenn man jetzt aber die Arena sonst nie schaut, wäre das eine, wo man sehr gut schauen kann, weil es so einen schönen Überblick gibt über das, was man so besprochen hat. Es ist allerdings für die Meta-Ebene schwierig, um da noch inhaltlich mehr darüber zu sagen, darum habe ich mich eigentlich auf das konzentriert, was speziell war. Ja. Ja. Verabschiedung und Outro. Ja, ich bin für Sie auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook präsent und werde sicher noch das eine oder andere, was sich heute Abend vielleicht auch hinter den Kulissen abgespielt hat, noch präsentieren. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie kritisch. Gute Nacht miteinander aus dem Studio 8. Vielfalt ist unser Trumpf, denn hier zählt jedes Individuum. Wir sind alle Antifa. Und wenn du auch gegen Nazis bist, dann gehörst du mit dazu. Ich hätte nie gedacht, dass ich Antifa von Wieso mal in einer Meta-Arena unterbringe. Das ist, wenn ich einen hocken kann, singe ich das sehr gern. Ja, dürfen wie immer. Liken, share, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und natürlich kommentieren. Ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken. Ihr könnt Videos schicken an 079-957-6447 via Signal, WhatsApp oder Viber. Ihr erreicht uns auch über Facebook, über Twitter. Und wenn ihr super geil drauf sind, könnt ihr auch uns finanziell unterstützen. metarena.ch/support oder einfach paypal.me/metarena. Und übrigens unter metarena.ch/clips findet ihr all die lässigen. Es ist so ein bisschen wie irgendwo ein Trickdieb auf dem Markusplatz, der einem eine schöne Geschichte erzählt und plötzlich hat man kein Sport mehr.
Ausländer, meine Damen und Herren, sind nicht nur beliebt in der Schweiz. Genau. Ja, dann haben wir gehört, Frau Bundespräsidentin, das ist übrigens sie da, wo findet. Winterthur ist doch ein wunderbares Beispiel. Sie will niemandem irgendetwas verbieten, dann hätte ich da auch noch einen Arbeitsauftrag für den Bundesrat. Kiffen soll jetzt definitiv legalisiert werden. Und damit würde ich sagen, bis am Sonntag. Yeah. Ist ja schon gleich so weit. Mm-hmm. Ja, Kommentare könnt ihr auch später noch. Wir tun auch bei älteren Folgen neue Kommentare natürlich wieder aufgreifen. Also, wir müssen jetzt da nicht pressieren und das schon bis zum Sonntag reinfetzen. Könnt ihr aber auch sehr gerne machen. In diesem Sinne, eine gute Zeit und ciao zusammen. Ade. Hüllüll.